Moin und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juni 2019, der wie erwartet etwas mau ausgefallen ist, weil ich eben in einer fetten Lernphase steckte. Die ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Dennoch habe ich zwei Bücher beendet und eines weitergeführt als Hörbuch. Und damit möchte ich auch gleich beginnen, weil ich da auch nicht mehr so viel zum Inhalt erzählen möchte, weil ich das in den letzten Lesemonaten schon getan habe. Ich spreche von Das Flüstern der Nacht von Peter V. Brad. Das ist der zweite Teil des Dämonenzyklus. Und ich rereade ja gerade diese Reihe, beziehungsweise die ersten drei Teile, denn ich möchte endlich mit dieser Reihe weitermachen. Band 4 und Band 5.1 und 5.2 sind noch ungelesen und ich bezeichne diese Reihe ja immer als Lieblingsreihe und das geht nicht, dass die jetzt hier noch gar nicht beendet wurde. Deswegen, um das Ganze wieder ein bisschen aufzufrischen, möchte ich sie wieder rereaden. Band 1 habe ich jetzt bereits als Hörbuch nochmal gehört und Band 2 ist jetzt eben in Arbeit. Als Hörbuch ist es für mich das erste Mal, was nochmal eine ganz andere Perspektive mit reinbringt und das bringt auf jeden Fall Spaß. Gerade jetzt, wo ich ja nicht ganz so viele Highlights habe, ist es sehr, sehr schön, in alte Highlights wieder einzutauchen und das ist ein Genuss für mich. Alte Lieblingscharaktere wiederzutreffen, Lieblingsszenen nochmal zu erleben, aber auch die Hasscharaktere wieder, ja, diese Emotionen wieder aufkochen zu lassen. Ja, es ist einfach eine große Freude und ich bin jetzt im Juni auch ordentlich vorangekommen. Allerdings ist das jetzt auch schon der Erfolg aus dem Juli, denn im Grunde sind das jetzt nur die letzten paar Tage, wo ich richtig vorangekommen bin, weil im Laufe des Junis habe ich eigentlich kaum gehört. Das waren so die letzten zwei Tage, wo ich nicht mehr lernen musste, wo ich dann endlich ein bisschen mehr Zeit hatte, mich wieder meinen Büchern zu widmen. Da bin ich wirklich hier sehr, sehr gut vorangekommen und das freut mich, weil so langsam sieht man Fortschritte und sieht man so ein Licht am Ende des Tunnels, dass man tatsächlich irgendwann auch mal zu den ungelesenen Büchern kommt. Ja, es ist High Fantasy mit Dämonen gespickt und unglaublich episch. Die Welt ist unglaublich toll ausgebaut. Es gibt viele, viele Personen, die tief und mit Grauabstufungen ausgearbeitet wurden. Also genau meins. Und ich freue mich, weiterzukommen und ja, den dritten Band habe ich bisher auch nur einmal gelesen. Band 1 und 2 ist es für mich jetzt schon das dritte Mal, dass ich die Geschichte erlebe. Es hat aber nicht an seinen Reiz verloren. Also ist es wirklich klasse und ich freue mich, die Person hier weiter zu verfolgen. Allerdings muss ich sagen, dass es manchmal mir doch ein bisschen zu derb ist. Das fand ich früher schon so, daran kann ich mich erinnern. So auf volle Dosis, wenn man da ganz viel eintaucht, dann ist es manchmal ein bisschen zu derb. Aber das gehört auch einfach mit zu dem Buch dazu oder beziehungsweise zu den Personen. Und ich finde, es gibt insgesamt schon eine runde Sache. Ja, zudem. Und dann komme ich zu einem Buch, was ich aus den vorigen Monaten mit in den Juni mit hineingenommen habe. Und im Grunde fehlten da, glaube ich, nur noch wenige Seiten, um dieses Buch zu beenden. Wieder High Fantasy. Glühender Zorn von F.I. Thomas oder auch Thomas Finn. Das ist der erste Band der Krieg der Drachenreihe, beziehungsweise ist das ein Zweiteiler. Den zweiten Teil gibt es auch schon im Handel. Und Thomas Finn kennt ihr sicherlich oder vielleicht aus meinen vorigen Videos. Der ist ja so ein bisschen zu einem meiner Lieblingsautoren herangewachsen, allerdings eher durch seine Horror-Thriller-Bücher. Und ich habe aber auch mir vorgenommen, seine Fantasy-Titel zu lesen. Ein Fantasy-Titel eher in der Kinderbuch-Ecke angesiedelt habe ich schon gelesen. Das hat mir auch gut gefallen. Und jetzt wollte ich auch seine erwachsene High-Fantasy entdecken. Hier geht es dann auch noch um Drachen. Und deswegen war das natürlich erst recht prädestiniert für mich, das zu lesen. Hier geht es um eine Welt, in der Drachen und Menschen sich immer wieder bekriegt haben und die Drachen immer wieder die Menschen unterjocht hatten. Das sind sehr, sehr intelligente, bösartige Wesen, die auch über eine besondere Magie verfügen, aber auch die Menschen verfügen über Magie. Und im letzten Drachenkrieg haben die Menschen über die Drachen gesiegt und diese verbannt und leben jetzt im Frieden. Es gibt immer noch Zauberer und diese bilden Novizen aus, damit weitere Zauberer heranwachsen. Und diese Novizen lernen wir kennen. 6 Stück sind es an der Zahl.
Und damit sie jetzt zu erwachsenen Zauberern heranreifen können, gibt es ein bestimmtes Ritual, wo sie alle zusammentreffen sollen. Allerdings merken sie schnell, dass sie dort ja nicht ein Ritual zum Zauberer machen sollen, beziehungsweise vollführen sollen, sondern sie gelten bei diesem Ritual als Opfer und es, ja, sie wurden hier für was ganz anderes ausgebildet und wurden im Grunde nur ausgenutzt. Sie haben sich vorher noch nie begegnet, sind sich vorher noch nie begegnet, sind sich völlig unbekannt, diese Novizen, aber jetzt müssen sie sich zusammenschließen und sie fliehen durchs Land, werden natürlich verfolgt von den Zauberern, aber immerhin haben sie es geschafft zu fliehen. Und was da genau hinter steckt, ob die Drachen tatsächlich verschwunden sind, was die Zauberer in Schilde führen und wo die Elfen abgeblieben sind, die damals die Menschen im Stich gelassen haben im Drachenkrieg. Das alles sind Geheimnisse, die hier aufgeklärt werden können. Und es ist ein sehr, sehr rasantes Buch, wodurch man auch schnell in die Geschichte hineinkommt. Es passiert sehr, sehr viel. Allerdings ist eine Schwäche des Buches meines Erachtens nach, dass es sehr, sehr viele Protagonisten gibt, dafür aber wenig Seiten. Und ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, so schnell Figuren zu erschaffen, die eine besondere Tiefe aufführen und denen man sich besonders nah fühlt. Dadurch, dass immer wieder die Perspektiven gewechselt werden, besonders auch am Anfang, gibt es im Grunde sechs Einführungen, also im Grunde sechs Einleitungen in die Geschichte. Immer wenn man gerade drin ist, wechselt wieder die Perspektive. Nachher, wenn die Protagonisten alle an einem Ort sind sozusagen und sich zusammengeschlossen haben, dann ist das nicht mehr ganz so schlimm, weil es im Grunde ja nur aus einer ist schon die Geschichte, der Handlungsstrang weitergeht, aber nur aus einer anderen Perspektive berichtet wird. Aber ich finde, dadurch verlieren die Figuren an Tiefe und an ja, interessanten Ecken und Kanten. Es ist doch sehr, sehr klischeehaft und auch ein bisschen ja, oberflächlich. Auch wenn die Personen durchaus einem ans Herz wachsen und man Sympathie empfindet, aber es geht halt nicht sehr, sehr tief. Und das Gleiche kann ich auch zu der Welt sagen, zu der Weltausarbeitung und allgemein zur Story. Es geht voran und es ist auch interessant. Es gibt interessante Details, aber es ist sehr oberflächlich und auch die Weltentwicklung lässt zu wünschen übrig. Das war mir aber durchaus auch so ein bisschen bewusst. Bei 400 Seiten kann man einfach nicht eine epische Fantasy-Welt ausarbeiten, ist auch, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Ich glaube, dass dieses Buch durchaus seine Fans hat, wenn man nicht eben so epische, ausschweifende Erklärungen haben möchte im Fantasy-Bereich, sondern möchte, dass es vorangeht, dass es Action gibt, dass es Kämpfe gibt und all das ist hier der Fall. Darauf lege ich allerdings nicht ganz so viel Wert. Ich mag es, wenn das Magiesystem, die Welten und eben auch die Charaktere gut ausgereift sind. Hier war es eher so eine Schwarz-Weiß-Malerei. Ich fand auch, wie die Antagonisten dargestellt worden sind und auch die Drachen fand ich doch sehr schwarz. Also die wurden so als die Bösewichte dargestellt. Kann sich natürlich im zweiten Band noch ändern, dass es da noch mal so einen Twist gibt. Aber ich fand hier das doch sehr, sehr ja, schwarz-weiß gezeichnet und eben oberflächlich und klischeehaft. Und was leider noch immer noch negative, so ein bisschen in diese trashige Richtung abgeglitten ist, das hat mir gar nicht gefallen. Also ja, manchmal kann das vielleicht auch Spaß machen, aber als dann ja, Blitze aus den Augen eines Drachen herausgeschossen sind, da war bei mir so ein bisschen vorbei. Da konnte ich das Buch dann nicht mehr ganz so ernst nehmen, leider. Und deswegen ist mir das auch nicht so richtig nahe gegangen. Ich werde den zweiten Band wahrscheinlich nicht weiterlesen. Ja, ist tatsächlich relativ leicht gewesen, die Entscheidung, weil mich das einfach dann doch ein bisschen genervt hat alles und die Personen, wie gesagt, auch gar nicht so sehr an mich herangereicht haben und jetzt auch die großen Rätsel, die da drin aufgekommen sind, mich jetzt auch nicht unglaublich interessieren. Was
der Herr Finn aber immer wieder schafft, sind tolle Schauplätze zu erschaffen und magische Gegenstände, die besonders hier im Fokus standen, sich auszudenken. Und er hat halt auch einfach ein Faible dafür, Geheimgänge und Geheimtüren einzubauen, geheime Orte zu schaffen. Und ja, dieses Faible dafür teile ich mit ihm und auch aus anderen Büchern kenne ich das schon von ihm und deswegen. Ja, hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war kein völliger Flop, aber ging schon eher so in die Richtung, ja, das muss ich jetzt nicht weiterlesen. Ich glaube aber, wie gesagt, dass auch diese Fantasy ihre Fans hat. Ja, und dann komme ich zum Buch, was ich hauptsächlich im Juni gelesen habe, sehr intensiv gelesen habe, weil ich es in einer Leserunde gelesen habe mit ganz vielen lieben Mädels. Diese Mädels haben sich bereits schon öfter zusammengeschlossen, um Bücher zu lesen. Und als ich davon gehört habe, dass sie genau dieses Buch lesen möchten, da habe ich mich einfach mal angeschlossen, beziehungsweise habe gefragt, ob ich mich noch anschließen darf, weil es ja durchaus schon eine sehr große Leserunde war. Aber ich durfte und habe mich wirklich gefreut. Ich versuche sie mal alle aufzuzählen. Und zwar ist das die liebe Ruth von Zwischentausend Zeilen, die liebe Kali von Kalis Books, die liebe Claudia von Beauty Butterflies, die liebe Sarah Sophie und die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Ja, eine große Mädelsgruppe. Ja, je größer die Lesegruppe wird, desto schwieriger ist es natürlich auch, sich sehr tiefgründig und detailliert auszutauschen. Aber wir haben es, finde ich, sehr gut gemacht und haben aus das Buch das Beste herausgeholt. Wir haben uns das Buch in mehrere Abschnitte unterteilt, ungefähr immer so in 100 bis 120 Seitenabschnitten. Und nach jedem Abschnitt, nach ein paar Tagen, haben wir uns dann ausgetauscht. Ja, jetzt kommt erstmal überhaupt das Buch, wovon spreche ich eigentlich? Und zwar die Spiegelreisende-Reihe ist das. Der erste Teil, Die Verlobten des Winters von Christelle Daubeau. Vielleicht sagt euch das Buch schon etwas. Zum einen habe ich es euch in meinem letzten Video, im Neuzugänge-Video gezeigt. Und ich habe es auch ja, in den Neuheiten für das erste Halbjahr 2019 vorgestellt. Und schon da war ich ganz fasziniert von diesem Buch, weil es sich so nach tollen, neuen Ideen und nach originellen Ideen einfach angehört hat. Und das ist allein schon was Besonderes, erstmal weil es aus dem Französischen kommt. Ein ja, fantastisches Buch, was aus dem Französischen kommt, das ist ja auch nicht sehr häufig, denn es ist im Inselverlag erschienen, was einen auch schon stutzig macht, wenn man sich so ein bisschen mit den Verlagen auskennt, weiß man, dass der Inselverlag gar nicht so der typische Fantasy-Verlag ist. Und ja, ich finde auch optisch macht es irgendwie was Besonderes aus. Und ja, ich habe mich wirklich schon sehr drauf gefreut und nach dem ersten Abschnitt war ich unglaublich begeistert. Aber jetzt erstmal zum Inhalt. Wir haben hier eine Welt, in der unsere Erde einen Riss bekommen hat, beziehungsweise die Erde in deren Welt, weil die ist etwas anderes als unsere. Und diese Bruchstücke, die immer noch so lose aneinander hängen im Grunde in der Luft um den Kern, um den Erdkern herum, nennt man Archen. Und auf jeder Arche wohnen immer noch Menschen, die halt verschiedene Kulturen und verschiedene Lebensweisen logischerweise haben. Aber sie haben auch unterschiedliche Fähigkeiten. Auf Anima treffen wir unsere Protagonistin Ophelia und sie hat auch zwei besondere Fähigkeiten, die selbst auf ihrer Arche sehr besonders sind. Zum einen kann sie durch Spiegel reisen, also von einem Ort, wo ein Spiegel hängt, zum anderen Ort. Und was auch eine sehr besondere Fähigkeit ist, sie kann Dinge lesen. Also wenn sie mit ihren bloßen Händen Dinge berührt, kann sie deren Geschichte, deren Vergangenheit sehen, aber auch die Gedanken und Gefühle der Menschen erleben, die diese Dinge mal angefasst haben. Deswegen trägt sie auch immer Handschuhe, damit sie nicht überall und alles, was sie anfasst, sofort irgendwie ihre Visionen bekommt, was aber auch als unhöflich gilt, wenn sie immer in die privaten Gedanken und Erinnerungen aller Leute eindringt. Sie arbeitet in einem Museum und sie ist gilt auch auf ihrer Arche als Sonderling. Sie ist eher introvertiert, sehr still, meidet Menschenmassen und geht halt voll in ihren Beruf auf, in diesem Museum, wo sie halt eben auch Dinge liest und alles aufschreibt, was sie eben an diesen historischen Dingen erlebt. Ja, sie müsste eigentlich aber langsam mal verheiratet werden, wird langsam zu alt und ihre Mutter drängt sie die ganze Zeit, aber sie lehnt das alles ab.
ist so zufrieden, wie es alles läuft, aber wie es so kommen muss, sie wird nun verlobt mit einem Herren einer anderen Arche, nämlich vom Pol. Diese Ehe ist eine politische Ehe. Was genau dahinter steckt, weiß sie allerdings nicht. Ihr wird gar nichts gesagt. Als sie den Herrn kennenlernt, ist sie noch umso unglücklicher, denn der ist unglaublich ungehobelt, unfreundlich, kalt und abweisend und sagt auch ihr nichts, was das Ganze überhaupt soll. Sie kommt mit ihm mit zu seinem Pol, zu seiner Heimat. Der Pol ist unglaublich eisig, wie bei uns auf unserer Welt auch, und total unwirtlich, gar nicht so, wie sie das auf ihrer Arche gekannt hat. Und auf diesem Pol gibt es auch die Himmelsburg, was sozusagen der Hof des Pols ist. Und dort wohnt auch ihr zukünftiger Gatte. Und auf dieser Himmelsburg gibt es mehrere Stämme, die wiederum sehr, sehr viele verschiedene Fähigkeiten haben. Und ihr begegnet dort sehr, sehr viel Feindschaft und Feindlichkeit, also sehr, sehr kühle und düstere Stimmung. Es ist sehr gefährlich dort, vor allem, weil sie so wenig Information hat. Niemand gibt ihr Informationen und sie gerät da total mittendrin hinein, weiß nicht, wen sie trauen kann und wird Leuten und ja, in Obhut gegeben, die es auch nicht gut mit ihr meinen, und selbst denen kann sie nicht trauen. Einzige Vertrauensperson ist ihre Tante Rosalinde, ich nenne sie einfach mal Tante Rosi, mit der sie eigentlich vorher aber auch nie was zu tun hatte. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, dort zwischen den ganzen Intrigen und der ganzen Gewalt, die dort herrscht, zurechtzukommen. Vor allem, weil sie einfach nicht weiß, was sie da eigentlich soll. Ja, so viel erstmal zum Inhalt. Es sind, wie ihr schon gemerkt habt, sehr, sehr viele Details. Man könnte unglaublich viel darüber sprechen. Ich muss mich jetzt ein bisschen bremsen. Ich möchte euch ja nichts vorwegnehmen, aber habt keine Angst. Es gibt noch so viel anderes in diesem Buch zu entdecken. Deswegen habe ich hier jetzt auch nicht gespoilert. Ja, als wir den ersten Abschnitt gelesen haben, das waren die ersten 100 bis 120 Seiten, da waren fast alle, und ich war da eingeschlossen, unglaublich begeistert, weil hier wirklich so viele originelle Ideen herangezogen worden sind. Da sind halt Ophelias Fähigkeiten, dieser Aufbau der Welt mit den zerbrochenen Bruchstücken der Erde, diese Archen. Dann hat jede Arche einen eigenen Familiengeist, was so eine Art Gott ist, der die Archen sozusagen ja, anführt und die halt so verehrt werden wie Götter. Was ist damals geschehen? Das ist so eine große, so ein großes Rätsel, was einen total interessiert. Warum ist dieser Riss, wie sie ihn immer nennt, immer genannt wird dort auf der Welt, ja, wie ist das passiert, warum ist das passiert, wer sind diese Götter, diese Familiengeister, was verfolgen die und was genau spielt Ophelia jetzt dazu eine Rolle, warum wird sie jetzt mit diesen Herren verlobt, diesen Thorn, und ja, warum ist der so abweisend zu ihr? Viele, viele Rätsel und viele Details, die mir gut gefallen haben. Was mir besonders gut gefallen haben, ist einmal ihre Fähigkeiten des Lesens. Und aber auch in den ersten Abschnitt kam das häufiger vor, dass Dinge, also Gegenstände, nicht nur gelesen werden können, sondern auch beseelt sind, also eigene Gefühle und Gedanken haben und ja auch so personalisiert worden sind. Zum Beispiel ein Haus, das jemanden nicht willkommen heißt und sich irgendwie schnippisch verhalten kann. Oder Ophelia trägt einen Schal, der sich immer an sie schmiegt oder auch aufgeregt sein kann oder sie auch fast mal erwürgt hat. Und ja, das war toll. Oder sie hat, um ein Schloss aufzukriegen, hat sie jeden Tag, ist sie zu ihm gegangen und hat sie ja sozusagen ihn zugeflüstert und ihn umschmeichelt, damit es irgendwann für sie aufgegangen ist. Und diese Details fand ich unglaublich charmant und schön. Es ist teilweise auch skurril. Man kann dieses Buch schlecht in irgendein Genre packen, also es hat Anwandlungen von High Fantasy, es hat so ein bisschen was von Dystopie, von Steampunk-Elementen sind hier auch drin, also sie reisen auch von Arche zu Arche mit einem Zeppelin, und es hat einfach so was ganz Eigenes, Verrücktes, was so ein bisschen manchmal an Alice im Wunderland erinnert, aber finde ich nur ganz, ganz leicht, also nur vielleicht
ja, vom Skurrilitätsgrad nicht ganz so erreicht, finde ich. Ja, also es hat wirklich viele Facetten und gerade im ersten Abschnitt gab es viele Details, die mich begeistern konnten. Leider im Mittelteil sind alle die Details, die mich fasziniert haben, so ein bisschen aus dem Fokus geraten und allgemein das ganze, ja, die ganze Handlung ist für mich so ein bisschen auseinandergeflattert. Es gab nicht so richtigen roten Faden, keine Steigerung zu einem Höhepunkt. Die ganzen aufgebauten Stränge sind so zerfasert. Es gab so viele Details, die man immer wieder zugeworfen bekommen hat. Es wurde so ein bisschen verwirrend. Und da, wo sie auf dieser Himmelsburg war, dieses Setting, ja, das fand ich jetzt nicht ganz so faszinierend wie zum Beispiel den Pol selbst. Diese eisige Welt, diese Reise durch die Welt hat mir ein bisschen besser gefallen. Auch wenn es immer wieder tolle Ideen gab, ist es so ein bisschen, wie gesagt, alles so aus dem Fokus geraten. Erst am Ende wieder sind die Stränge so wieder ineinander geflossen und es ging endlich wieder voran. Das hat mir gut gefallen, aber letztendlich hatte auch das Ende keinen Höhepunkt. Also es gab keine Steigerung zu einem Knall, dass es irgendwas Großartiges am Ende noch gab. Im Grunde hätte das Buch jetzt auch einfach weitergehen können. Es ist zwar der erste Band einer vierteiligen Reihe, und das wussten wir vorher schon, aber ich finde es immer schön, wenn ein Buch auch für sich stehen kann, wenn es schon irgendwie abgeschlossen ist und man sich zwar freut auf den nächsten Teil, aber ja, dass es irgendwo schon eine runde Story ist. Das war es hier leider nicht und das fand ich ein bisschen schade. Trotzdem gab es Dinge oder gibt es Dinge, die es halt einfach unglaublich spannend machen. Man möchte gerne wissen, was dahinter steckt, aber hier wurde sehr, sehr wenig aufgeklärt und immer nur so ganz Mini-Brocken wurden einem hingeworfen und das fand ich auch ein bisschen zu wenig. Was ein großer negativer Kritikpunkt ist hier an dem Buch, ist Ophelia selbst als Protagonistin. In den ersten Abschnitt fand ich sie noch wirklich sehr, sehr erfrischend. Und besonders als Protagonistin, weil sie mal eben nicht eine Draufgängerin und Badass-Protagonistin war, sondern ein Sonderling, ein sehr, sehr introvertierter Mensch, aber auch sehr intelligent und in sich ruhend. Also sie war mit sich im Reinen. Und deswegen fand ich das mal toll, dass eine, ja, eine introvertierte Person hier ja, vor sich steht, aber halt eben die zufrieden mit sich ist. Und ich finde, es müssen nicht immer extrovertierte Menschen die starken Personen sein, sondern es gibt auch starke Personen, die eher ruhig sind. Und ich dachte, das wäre hier der Fall. Allerdings, als sie aus ihrer Heimat so herausgerissen wurde, ist natürlich auch normal, dass man sich dann unwohl fühlt, aber da hat sie mir dann gar nicht mehr gefallen. Sie hat sich sehr, sehr unterbuttern lassen, sie hat sich herumschubsen lassen, ihr wurde nichts erzählt, sie hat sich schlagen lassen. Sie hat sich körperlich, also wirklich, also sie wurde geschlagen und beleidigt und ja, sie hat einfach nichts gemacht und nichts unternommen. Also das fand ich sehr, sehr schade. Wenn sie nicht irgendwie auf den Tisch haut, man wollte sie manchmal schütteln, dass sie das doch bitte machen soll, dann hätte sie auch ihre Fähigkeiten nutzen können. Und das hat sie auch nicht getan. Das wurde halt auch total aus dem Fokus verloren. Ihre Fähigkeit des Lesens. So hätte sie sich so viel Informationen aneignen können. Oder das Spiegelreisen, das hätte sie sich alles zunutze machen können. Und das hat sie nicht. Und sie hat sich nicht richtig aufbegehrt. Also ganz am Ende hatte sie mal so einen Ausbruch, aber der ging sehr schnell vorbei. Für mich war er auch ein bisschen zu spät und erreichte für mich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Autorin es schon plant, dass die Protagonistin eine große Wandlung durchmacht und das geht vielleicht durch alle vier Bände immer weiter und stückchenweise, sodass es auch glaubwürdig ist. Aber mir hat es leider nicht gefallen, dass sie sich so sehr unterjochen lässt und ja, einfach so passiv ist. Und ich glaube, das hat uns allen in der Leserunde so ein bisschen, oder ist uns alle so ein bisschen sauer aufgestoßen. Die Figur des Thorn oder Thorn, ihren Verlobten, fand ich wirklich sehr spannend und interessant. Und ich bin wirklich gespannt, was hinter dem noch steckt, weil der sich ja sehr bedeckt hält und sehr kühl. Diese Interaktion zwischen den beiden hat mir gut gefallen. Und man muss wirklich darauf hinweisen, es ist kein Romantasy. Die romantische
Komponente gibt es hier im Grunde gar nicht und es ist keine Liebesgeschichte verpackt mit so ein paar fantastischen Details. Das könnte man ja bei dem Titel denken, den ich hier sehr, sehr unpassend finde. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, wie die beiden miteinander ja, so kommunizieren, ist aber auch sehr, sehr, geht auch sehr, sehr langsam voran. Ob die sich irgendwann nochmal verlieben, ob die ein Paar werden, das ist zurzeit gar nicht klar und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, also insgesamt kann ich sagen, ist das wirklich was Besonderes. Wenn ihr schon so ein bisschen genervt seid von den immer gleichen Handlungssträngen, von den immer gleichen Ideen, von den immer gleichen Personen, dann lest dieses Buch. Es sticht auf jeden Fall heraus. Es ist skurril, es hat keine richtige Genre-Einteilung, es hat interessante Figuren, die aber manchmal, wie ich fand, auch ein bisschen zu negativ waren. Es fehlten hier so diese positiven Figuren, das hatten wir auch gesagt, mal so eine Freundin oder mal so eine starke Person, die ihr beisteht. Das kommt dann mit der Zeit tatsächlich dann auch, aber es war alles sehr, sehr feindselig insgesamt. Meine Lieblingsfigur war allerdings ihre Tante, die zwar sehr geschwätzig war und ja, manchmal ein bisschen dumm daherkam, aber man merkte, dass sie doch Intelligenz besaß und dass sie wie ja, man so ein bisschen als Leser gefordert hat, mal auch auf den Tisch gehauen hat und mal ein bisschen aufbegehrt hat. Das hat so ein bisschen die Lücke gefüllt, die Ophelia nicht füllen konnte. Und wie die beiden sich so ein bisschen näher gekommen sind und doch ja, sich irgendwie lieb gewinnen, das war sehr, sehr rührend und es brachte auch so ein bisschen Humor mit rein. Ja, jetzt wo ich über dieses Buch spreche, muss ich sagen, dass es mir doch wirklich gut gefallen hat und ich war mir immer noch nicht sicher, ob ich weiterlesen möchte, aber es ist schon was Besonderes und vielleicht muss ich dem Buch doch noch mal eine Chance geben. Ich glaube auch einfach, dadurch, dass ich das in einer sehr, sehr schwierigen Lebensphase durch diese Lernphase, in dieser Lernphase gelesen habe, ist vielleicht der Blick auch ein bisschen ganz anders. Man konzentriert sich ganz anders auf Bücher und ja, es ist auf jeden Fall kein Flop. Nach den ersten 100 Seiten hätte es einfach so weitergehen müssen, dann wäre es ein Highlight gewesen. Ist es leider nicht, aber mal gucken, ob ich ihm nochmal eine Chance gebe. Wir waren in unserer Leserunde auch nicht einig. Es gab welche, die sagen, nee, also das werde ich nicht weiterlesen, das war leider nichts. Und es gibt welche, die das richtig klasse fanden. Ich liege da dann eher so im Mittelfeld und kann mich noch nicht so richtig entscheiden, weil ich wirklich ja, Punkte richtig toll fand und Punkte, die mir nicht so ganz ausgereift waren. Aber insgesamt war es ja, wie gesagt, sehr, sehr originell. Zur Sprache kann man noch mal sagen, dass sie sich sehr gut lesen lässt, aber auch etwas Besonderes hat. Man darf nicht vergessen, dass es aus dem Französischen kommt und ich glaube auch, dass es das so ein bisschen ausmacht. Es war, gab poetische Stellen und die so ein bisschen bildhafter erzählt worden sind, die mir wirklich imponiert haben. Manchmal sind sie mir so ein bisschen durch die Finger gerutscht, aber dadurch, dass wir in einer Leserunde gelesen haben, konnten wir uns gegenseitig daran erinnern, was insgesamt toll war bei diesem Austausch, was ein nicht so aufgefallen ist oder noch mal ganz andere Perspektiven zu haben, zu Punkten, die einen entweder sehr gut gefallen haben oder überhaupt nicht, dass andere das vielleicht ganz anders auffassen könnten. Also da hat man ein ganz anderes Spektrum. Ja, liebe Grüße an euch, an die liebe Lesegruppe. Das hat Spaß gemacht und ich freue mich, weitere Bücher mit euch zu lesen. Mal gucken. Wie gesagt, im Moment bin ich doch wieder so ein bisschen positiver zu diesem Buch eingestellt. Vielleicht gebe ich ihm noch mal eine Chance. Wenn ihr noch mal eine andere Sichtweise von diesem Buch haben wollt, dann schaut doch gerne bei den anderen Mädels vorbei. Ich weiß, dass die liebe Kali von Kalis Books bereits eine Rezension hochgeladen hat und die war auf jeden Fall sehr positiv von diesem Buch angetan. Also schaut auch gerne mal bei ihr vorbei. Ja, das war trotz der wenigen Bücher ein sehr langer Lesemonat, aber ich fand, dass ich dann auch einfach die Chance nutzen konnte und sehr, sehr ausführlich über die Bücher sprechen konnte. Besonders jetzt das letzte Buch, das hatte es auch einfach in sich wegen dieser ganzen Details. Und irgendwie habe ich jetzt auch Laberwasser. Vielleicht hat sich das Ganze angestaut durch diese kleine Pause, die ich hatte. Jetzt höre ich aber auch auf. Ich wünsche euch eine wunderschöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.